vor dem Krieg. Und was für eine schöne Zeit das war, die Belle Époque. Dieses Lebensgefühl, prallvoll von Vergnügungen, Redouten, Bällen. 1914 tanzte man die Aeronette, den Flugzeugtanz. Sopot war ein mondänes deutsches Bad an der Ostsee. Im Juni 1914 hatte die Saison gerade begonnen. Der Sommer hat auch Russland erreicht. Der Winter ist vorbei, das Leben wird leichter, die schöne Zeit beginnt. In Wien bricht Franz Josef, der alte Kaiser, in die Sommerfrische auf, nach Bad Ischl, wie jedes Jahr. Bagdad ist eine ferne Provinzstadt im Osmanischen Reich. Bald werden die Menschen erstaunt feststellen, wie schicksalhaft sie alle miteinander verbunden sind. Sarajevo, Sonntag, 28. Juni 1914. Der Thronfolger Österreich-Ungarns, Franz Ferdinand, und seine Gattin besuchen die Stadt. Erst vor wenigen Jahren, 1908, ist Bosnien von Österreich-Ungarn gewaltsam annektiert worden. Und viele hier sind voller Hass auf die Habsburger. Zur selben Zeit Eröffnung der Kieler Woche. Fröhliche Flaggen, stolze Schiffe. Es ist die Lieblingsveranstaltung Kaiser Wilhelms II. Dann plötzlich am Nachmittag Sondermeldungen. In Sarajevo ist ein Attentat verübt worden. Franz Ferdinand, der Thronfolger von Österreich-Ungarn, und seine Frau sind tot. Die Extrablätter mit den fantasievollen Zeichnungen werden den Händlern aus den Händen gerissen. So oder so ähnlich muss es gewesen sein. Der Attentäter wurde sofort verhaftet. Gavrilo Princip, ein 19-jähriger bosnischer Serbe, der für den Anschluss Bosniens an Serbien kämpft. Europa ist geschockt. Aber niemand kann in diesen Tagen ahnen, dass in genau 5 Wochen der große Krieg beginnen wird. Der Krieg, der Europa in den Untergang führt. Nach dem ersten Schock erkennt man in Wien auch die Chancen, die sich jetzt ergeben. Wenn man die serbische Regierung für das Attentat verantwortlich macht, hat man endlich einen Anlass für eine Strafaktion, für einen Krieg. Die führenden Militärs verlangen diesen Krieg seit Jahren. Jetzt schwenken die Diplomaten im Außenministerium auf diese Linie ein. Vor allem Minister Berchtold und sein Chefdiplomat Graf Alexander von Hoyos. Hoyos soll nach Berlin reisen. Da Serbien mit Russland verbündet ist, sucht man den deutschen Beistand. Zur Abschreckung der Russen. Kaiser Franz Josef schreibt an Kaiser Wilhelm: Das gegen meinen armen Neffen verübte Attentat ist die direkte Folge der von den russischen und serbischen Panslawisten betriebenen Agitation. Sonntag, eine Woche nach dem Attentat. Graf Hoyos und Kaiser Wilhelm haben miteinander gefrühstückt. Wilhelm hat die bedingungslose Unterstützung versprochen. Wenn Russland interveniert, steht Deutschland fest auf Seiten Österreich-Ungarns. Dann trifft der Kaiser seine militärischen Führer. An diesem Tag hat Deutschland den Habsburgern einen Blankoscheck ausgestellt. Erst dieses Signal löst den kommenden Sturm der Ereignisse aus.
Nur einer, ein einziger, sieht zu diesem Zeitpunkt die möglichen Folgen ganz klar. In Budapest, der zweiten Hauptstadt der Doppelmonarchie, warnt der Ministerpräsident seinen Kaiser eindringlich. Graf Tisza schreibt, ein Krieg gegen Serbien werde die sichere Intervention Russlands und damit einen großen Krieg heraufbeschwören. Einen Weltkrieg. Graf Tisza benutzt als erster dieses Wort. Tiso hat recht. Bei einem Krieg Österreich-Ungarns gegen Serbien würde ein System von Bündnisverpflichtungen in Kraft treten, in das alle europäischen Großmächte verwickelt sind. Die habsburgische Monarchie hat das mächtige Deutsche Reich zum Verbündeten. Serbien andererseits kann auf den Beistand Russlands zählen. Das Zarenreich wiederum ist mit Frankreich verbündet. Und Frankreich hat Verträge mit Großbritannien. Trotzdem ist Kaiser Franz Josef in Wien entschlossen, einen neuen Krieg auf dem Balkan zu entfachen. Er will ein für allemal mit Serbien aufräumen, um die panslawistische Bewegung zu zerschlagen. Dann fährt der Kaiser wieder nach Bad Ischl, in seine gemütliche Sommervilla. Raymond Poincaré, der Präsident der Französischen Republik, zu Besuch in der russischen Hauptstadt. Der westliche Demokrat und der russische Zar sind sich in einem Punkt völlig einig. Sie fühlen sich von Deutschland bedroht. Jetzt erneuern und beschwören sie ihre Waffenbrüderschaft. Dieser Sommer ist wirklich einer der schönsten seit Menschengedenken. Die Berliner vergnügen sich am Wannsee, sind ganz unbesorgt. Der Balkan ist so weit weg. Die Menschen in Serbien haben Angst. Wien hat Belgrad ein Ultimatum gestellt, dessen Forderungen unerfüllbar sind. Bis jetzt haben die Europäer wenig Sympathie gehabt für den autoritären serbischen König Peter. Doch dieser Peter handelt klug. Er will um jeden Preis den Frieden bewahren und geht auf fast alle Forderungen ein. Das russische Volk demonstriert Solidarität mit den slawischen Brüdern in Serbien. Der russische Ministerrat drängt beide Seiten auf Versöhnung, verlangt Gespräche. Aber zugleich lässt der Zar einige Armeeeinheiten an der österreichischen Grenze mobilisieren, zur Abschreckung. In London glauben die führenden Politiker, dass alle Fäden eigentlich nur in Berlin gezogen werden. Österreich-Ungarn werde vom deutschen Kaiser gesteuert. Außenminister Edward Grey schlägt deshalb eine internationale Friedenskonferenz vor. Deutschland lehnt das ab. Wegen angeblicher Nichterfüllung des Ultimatums erklärt Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Die erste Schlacht des Krieges beginnt. Ein großes Töten und Sterben. Doch noch ist nicht der Weltkrieg entbrannt. Noch ist es nur ein weiterer Krieg auf dem Balkan. Einer von vielen. Die bürgerliche Welt wiegt sich noch immer in Sicherheit. Dann in letzter Stunde die große Friedensdemonstration. Jean Jaurès, der französische Sozialistenführer, verlangt, die europäischen Arbeiter sollten sich nicht gegeneinander in den Tod hetzen lassen. Am nächsten Tag wird er in Paris ermordet.
Es ist ein glühend heißer Tag. In Berlin wollen die Militärs jetzt den Krieg. Der Feind soll keine Stunde Vorsprung bekommen. Gefangen in ihren Zeitplänen treiben die Militärs die Politiker unaufhaltsam vorwärts. Noch einmal wechselt Kaiser Wilhelm mit seinen beiden Cousins, dem englischen König George und dem russischen Zaren Nikolaus, besorgte Telegramme. »Dear Nicky, dear George«, schreibt Wilhelm ganz familiär. Die Monarchen spielen Politik im alten Stil. Der Zar ist natürlich ganz der Meinung von »Dear Willi«, für den Frieden müsse man alles tun. »Your loving Nicky«, dein dich liebender Nicky. Um 16.30 Uhr. Vor dem Reichstag und dem Schloss versammeln sich immer mehr Menschen. Der Kaiser hat seine wichtigsten Berater zu sich gerufen zur feierlichen Unterzeichnung der ersten Kriegserklärung. Den Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg, den preußischen Kriegsminister Erich von Falkenhayn, den Chef des Generalstabs Helmut von Moltke und den Chef des Marineamtes Admiral von Tirpitz. In dieser Minute wird wirklich der große europäische Krieg ausgelöst. Denn die Kriegserklärung gegen Russland erfordert den sofortigen Angriff gegen Frankreich. So sind die Pläne. Vor dem großen Krieg im Osten sucht man die schnelle Entscheidung im Westen. In seiner Rede vom Balkon stellt Wilhelm die Tatsachen auf den Kopf. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf! Zu den Waffen, jedes Wanken, jedes Zögern, der Verrat am Vaterlande. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Mit der Mobilisierung wird eine riesige Maschinerie in Gang gesetzt. 2 Millionen junger deutscher Männer werden in dieser Stunde einberufen. Man wird sie ausrüsten, bewaffnen und verladen. Man wird sie belügen und manipulieren. Man wird sie hemmungslos opfern. Moltke hat an diesem Tag gesagt: Jetzt beginnt die gegenseitige Selbstzerfleischung Europas. Die Kultur Europas wird auf Jahrzehnte hinaus vernichtet werden. Die Soldaten ahnen von alledem nichts. Sie glauben noch an ihren Ausflug nach Paris. Präsident Poincaré ist entschlossen, seine Verpflichtungen gegenüber Russland zu erfüllen, wohlwissend, dass die Deutschen den Krieg zunächst mit einem Vorstoß im Westen beginnen werden, gegen Frankreich. Frankreich hat am Vortag mobil gemacht, aber keine Kriegserklärung ausgesprochen. An der Gare de l'Est, wo die Züge nach Osten abgehen, Richtung Front, sammeln sich die ersten Truppen. Es sind ähnliche Bilder wie in Berlin. Am gleichen Tag in Istanbul. Die Regierung des Osmanischen Reiches hat beschlossen, an der Seite Deutschlands und Österreich-Ungarns in den Krieg zu ziehen. Denn deren Feinde sind auch die Feinde der Osmanen. Die britische Regierung ist gespalten, beinahe zerrissen. Einige Minister drohen mit Rücktritt, falls Großbritannien in den Krieg eintritt. Für viele Engländer ist der Überfall auf Serbien kein ausreichender Kriegsgrund. Viele wollen es wie Lloyd George, der Schatzmeister, von der Belgien-Frage abhängig machen. Dann, am 3. und 4. August, überfällt Deutschland tatsächlich die neutralen Staaten Luxemburg und Belgien. Dies ist für Großbritannien der Kriegsgrund. In dieser Stunde gehen in Europa die Lichter aus, sagt Außenminister Edward Grey. Seit dem Attentat von Sarajevo sind gerade 5 Wochen vergangen. Fast überall in Europa marschieren jetzt die Truppen, Millionen Soldaten.
keiner der führenden Politiker hat das reale Geschehen tatsächlich erfasst, diesen Sog in den Abgrund, das Räderwerk, dem alle gefolgt sind. Niemand hat diesen großen europäischen Krieg wirklich gewollt. Jeder meint nur, sich und sein Land verteidigen zu müssen. Mit dieser Haltung ziehen Millionen in den Krieg. Es wird ein Krieg sein, wie es noch nie einen gab. Ein Albtraum mit 15 Millionen Toten. Eine Katastrophe, die das junge 20. Jahrhundert vollkommen aus der Bahn schleudern wird. Es ist nicht der frische, fröhliche Krieg, den der deutsche Kaiser seinen Truppen versprochen hat. Keine bunten Fahnen und klingenden Fanfaren. Nur Dreck, Schlamm, Ratten, Angstschweiß, Gestank von zerfetzten Leichen. Das Prinzip des Krieges hat sich nicht geändert. Er ist ein Vernichtungsfeldzug gegen das Leben. Die systematische Ausschaltung menschlicher Körper. Das ist die Aufgabe der Soldaten. Die Mittel dieses Krieges allerdings sind völlig neu. Die modernen Waffen, die ungeheure Sprengkraft der Geschütze, neue Tötungsmaschinen. Für diesen massenhaften Tod an der Front, für das Töten von Millionen Menschen, arbeiten zu Hause die modernsten Fabriken. Die Massenproduktion ermöglicht das Massensterben an der Front, den industriellen Krieg. Die Vernichtungsmaschinerie als logistische Glanzleistung. Dabei hatte dieses 20. Jahrhundert so glänzend und verheißungsvoll begonnen wie kaum eines. Wie konnte es also so schnell zu einer solchen Katastrophe kommen? Paris um die Jahrhundertwende. Die ersten Flugmaschinen, die neue Metro, die spektakuläre Weltausstellung, alles ist vielversprechend. Man erforscht die Sterne und die Moleküle. Astronomie, Physik, Chemie, Medizin, Stahlbau, von überall kommen nur Erfolgsmeldungen. Es scheint ein Jahrhundert des Fortschritts und des Friedens zu werden. New York ist die glitzernde Metropole eines fernen Landes. Unversehens sind die USA eine der wichtigsten Industriestaaten geworden. Bei Ford in Detroit wendet man die modernsten Produktionstechniken an. Genau zerlegte und standardisierte Abläufe, mit der Stoppuhr gemessen. Rationalisierung, Time- and Motion-Konzepte, die Theorien des Frederick Taylor. Das Fließband nimmt den Arbeitern viel lästige Arbeit ab. Macht sie aber auch zu einem Teil der Maschine. Ford macht seine Arbeiter zu Kunden von Ford. Sie sollen so viel verdienen, dass sie sich einen Wagen von Ford leisten können. Die Mobilisierung der Welt beginnt. Deutschland ist das andere Land im Aufschwung. Bei Krupp in Essen arbeiten 70.000 Menschen. Für den Kaiser wird alles zur Frage von Sieg oder Niederlage, von nationalem Prestige, von dauerndem Kampf um einen Platz an der Sonne. Bei Stahl und Kohle liegt Deutschland schon ganz vorne. Die Arbeiter, überwiegend sozialdemokratisch, sind vor diesen Großmachtträumen nicht gefeit. Die großen Städte ziehen Hunderttausende Menschen an. Die Armen leben in großem Elend. Das Leben gewinnt an Tempo. Auch die Vergnügungen werden immer schneller.
Kinematografie. Der bewegte Mensch für einen Groschen. Und dann das richtige Kino. Das billige Vergnügen der unteren Schichten. Träume auf Zelluloid. Eine fantastische neue Welt. L'Opéra, Caruso, die etablierte Kultur der Bourgeoisie. Eine selbstgewisse, in sich ruhende Welt, die sich für unvergänglich hält. Monsieur Falière, der Präsident der Französischen Republik, ist ihr Repräsentant. In Paris lässt sich auch Edward der Siebte malen, der König von England. Akademische Salonmalerei, Bilder wie aus Honig und Limonade. Die bürgerliche Welt ist, wie sie ist. Und ist sie nicht gut und für immer? Zweifel an der Epoche zeigt sich zuerst in der modernen Kunst, bei den Dichtern und Malern auf dem Montmartre. Das ist der alte Renoir, ein sanfter Rebell, der mit gichtigen Händen immer noch malt. Die jungen Künstler zerlegen derweil die Formen, setzen die Farben wie nie zuvor. Picasso, Klee, Braque. Auguste Rodin vor seinem Haus in Meudon, ein zorniger alter Rebell. Alles wird plötzlich fragwürdig, wird bezweifelt. Die Religion, die Nation, die Willensfreiheit des Menschen. Überall diskutiert man die Schriften eines jungen Wiener Nervenarztes namens Freud. Oder die Texte dieses jungen Dichters. Es ist André Gide. Eines Morgens steht ein Pariser Schneider auf der Plattform des Eiffelturms, um der staunenden Welt einen von ihm selbst erfundenen Fallschirm vorzuführen. Sein tragischer Sprung in den Tod ist vielleicht wie ein Kommentar über den allzu großen Optimismus der Vorkriegszeit. Wilhelm II. Ist der Kaiser eines tüchtigen Landes, großartig in den Wissenschaften, seiner dynamischen Industrie, seinen Universitäten. Und doch, wenn Wilhelm Besuch von seinem Onkel bekommt, dem englischen König Edward, dann spürt er, dass Deutschland nur eine Macht zweiten Ranges ist, während doch die Deutschen eigentlich, wie er meint, ein Herrenvolk sind. Wilhelms Cousin George V., der Sohn Edwards, wird 1911 zum Kaiser von Indien gekrönt, wie vorher seine und Wilhelms gemeinsame Großmutter, Queen Victoria. Wilhelm träumt von Weltpolitik im Stile Englands. Dafür braucht man eine starke Flotte. Wilhelm und sein Flottenchef, Admiral von Tirpitz, planen den Bau von 60 neuen großen Kriegsschiffen. Nur die stärksten und tüchtigsten Völker werden überleben im Kampf ums Dasein. Ein dramatisches Wettrüsten beginnt. Der Kaiser hält eine kommende Entscheidungsschlacht um die Neuverteilung der Erde für unausweichlich. Alle europäischen Mächte besitzen um 1900 überseeische Kolonien. Vor allem in Asien und Afrika. Das größte und wichtigste dieser Kolonialreiche ist das britische. Auch Frankreich hat in Afrika große Landstriche unter seine Herrschaft gebracht. Die Deutschen konnten erst 1871 nach ihrer Reichsgründung anfangen, Kolonialgebiete zu erwerben. Wie Tsingtau in China, eine beinahe deutsche Stadt. Nachdem die Welt fast schon aufgeteilt war, konnte Wilhelm 1898 wenigstens noch dieses Fleckchen Erde vom chinesischen Kaiser pachten, ein fernöstliches Nizza am Gelben Meer. Ein großer chinesischer Aufstand gegen die Fremden war 1900 niedergeschlagen worden. Auf ihre Kolonien sind die Deutschen stolz. Tropisches Klima, halbnackte Mädchen, Spiele der Herrenrasse. Die Weißen liefern die Zivilisation und die Schwarzen die Exotik. Haya Safari. Man schießt nicht nur auf Tiere.
Die Deutschen haben hier bereits den ersten Völkermord des neuen Jahrhunderts begangen, an den Hereros. Aber manchmal empfinden sie diese Schwarzen auch als ganz niedlich, wie exotische Kinder. Die anderen Kolonialmächte sind nicht minder grausam. All dieses Kupfer und alle diese Menschen hier im Kongo gehören dem belgischen König, Leopold III., der in Brüssel ein außerordentlich kultiviertes Leben führt. Der Kongo, schreibt der Schriftsteller Joseph Conrad, ist das Herz der Finsternis. Eine Volksküche für die Speisung der Armen in Paris. Die Bilder gleichen sich in allen großen europäischen Städten. Die Ungleichheit der Rassen und Klassen gilt aber als gottgewollt. Die Tüchtigen setzen sich eben durch. Ein Naturprinzip. Die Armen sind minderwertig. Die Wissenschaft hat es endlich bewiesen. Die feine Welt veranstaltet sentimentale Wohltätigkeitsbasare. Kinder sammeln auf silbernen Tabletts Almosen für die Armen. Barmherzigkeit statt Gerechtigkeit. Sultan Abdelhamid ist der letzte einer langen Reihe glänzender Herrscher. Einmal hätten sie beinahe Wien erobert und das Osmanische Reich war seitdem immer ein Machtfaktor in der europäischen Politik. Aber jetzt gilt das Land als der kranke Mann am Bosporus. Doch noch immer ist es ein riesiges Reich, das viele verschiedene Völker, Kulturen und Städte einschließt. Damaskus in Syrien, Bagdad in Mesopotamien, Jerusalem in Palästina. Bald werden sich viele dieser Völker, auch die Araber, eine europäische Idee aneignen, die Idee des modernen Nationalstaats. Jedem Volk seinen eigenen Staat, das ist die umwälzende Idee der Epoche. Auf dem Balkan versuchen die verschiedenen Völker, die Türken ganz aus Europa zu verdrängen. 1912 schließen sich die Serben mit den Bulgaren, Montenegrinern und Griechen zum Balkanbund zusammen und schlagen die Türken vernichtend. Österreich-Ungarn fühlt sich durch diesen Balkankrieg bedroht. Die Donaumonarchie ist ja selbst ein Vielvölkerstaat, dessen Völker nur noch mühsam und mit Gewalt zusammengehalten werden. Gefangene Türken in serbischer Hand. Solche Bilder lösen in Wien Schrecken aus. Man fürchtet die Serben als Unruhestifter bei den eigenen Untertanen. Seit 1912 sucht man in Wien die Gelegenheit für einen Krieg gegen Serbien. Diese Gelegenheit kommt mit dem Attentat von Sarajevo am 28. Juni 1914. Viele Jahre zuvor hat Bismarck prophezeit: Irgendeine ganz lächerliche Angelegenheit auf dem Balkan wird den nächsten großen Krieg auslösen. Sarajevo am Morgen nach dem Attentat. Der deutsch-österreichische Mob hat über Nacht die serbischen Geschäfte auf der Franz-Josef-Straße verwüstet und geplündert. Sarajevo, die multikulturelle Stadt, ist zu einem Modell geworden für den Hass der Menschen und ihre Bereitschaft zur Gewalt. Niemand hat sich den Krieg so vorgestellt. Alles, was Naturwissenschaft und Technik vor dem Krieg hervorbrachten, wird jetzt angewandt fürs Töten. Massenvernichtungswaffen von Nobelpreisträgern entwickelt. Die Flugzeuge werden zu Tötungsmaschinen, die aus dem Himmel ein neues Schlachtfeld machen.
Die Flammenwerfer mit der herausschießenden, brennenden Flüssigkeit verbreiten Schrecken und Panik. In den Schlachten dieses Krieges kommt es vor, dass an einem einzigen Tag 60.000 Menschen getötet werden. Bilder vom Alltag im Schützengraben, für die Kamera hergerichtet. Die seelischen Verletzungen der Männer, den drohenden Wahnsinn, die Traumatisierungen sieht man nicht. An den Fronten, in Gräben und Unterständen, inmitten des massenhaften Todes, entsteht eine unglaubliche Gewaltbereitschaft, die den weiteren Gang des Jahrhunderts bestimmen wird. Deutlich wird das auch an einem jungen Mann aus Österreich, Adolf Hitler. Er beginnt, die Kriegserfahrung auf das ganze Leben anzuwenden, als Lebensprinzip. Die Kriegsjahre waren für mich die unvergessliche und größte Zeit meines irdischen Lebens. Ich begriff, dass das ganze Leben ein dauernder, grausamer Kampf ist. Den Jungen predigt man in den Schulen den Heldentod als die Erfüllung männlichen Daseins. Inmitten solcher Studienräte, die den Verstand verloren haben, gibt es auch erstaunliche Klarsicht. An einem Augsburger Gymnasium provoziert der Schüler Bertolt Brecht einen Schulskandal. Zum Thema »Süß und ehrenvoll ist es fürs Vaterland zu sterben«, schreibt der 16-Jährige. Dieser Ausspruch kann nur als Zweckpropaganda gewertet werden. Nur Hohlköpfe können den Tod als einen leichten Sprung durch ein dunkles Tor beschreiben. Der Abschied vom Leben fällt immer schwer, im Bett wie auf dem Schlachtfeld. In einem der Lazarette hinter der galizischen Front im Osten arbeitet ein junger Österreicher. Er wird eingesetzt wie ein Arzt, dabei ist er Apotheker, Georg Trakl. Manchmal ist Trakl ganz allein mit Hunderten von Verwundeten, Verzweifelten, Sterbenden. Er ist vollkommen hilflos. Angesichts der Leiden und der Unerträglichkeit des Krieges wird er wahnsinnig. Georg Trakl tötet sich mit einer Überdosis Morphium. In seinem letzten Gedicht hat er geschrieben: Alle Straßen münden in schwarze Verwesung. Das Ausheben von Massengräbern, die Massenhinrichtung, der Massenmord. Zum ersten Mal entstehen jetzt solche Bilder. Die ethnische Säuberung im Rücken der Front, der Genozid im Schutz des Krieges, das wird sich im 20. Jahrhundert später noch oft wiederholen. Hier, im Kaukasus, im Osmanischen Reich, werden 1915 eine Million Armenier getötet. Gegen die Türken erheben sich jetzt auch die Araber, angeführt von dem charismatischen Prinzen Faisal. Sie kämpfen an der Seite der Briten, die von Ägypten und von Bagdad aus das Osmanische Reich angreifen. Die Araber kämpfen in der Hoffnung auf einen eigenen Staat, den die britischen Generäle ihnen versprochen haben. Wien, November 1916. Mitten im Krieg stirbt Franz Josef, Kaiser seit 68 Jahren. Er hatte glänzende Zeiten, aber jetzt, während man ihn zu Grabe trägt, herrscht ringsherum das Chaos. Das Volk hungert, alle Zeichen deuten auf Untergang. Der Krieg ist jetzt überall, auf allen Kontinenten und Meeren. Man tötet auf jede erdenkliche Weise. Die Bereitschaft zur skrupellosen Grausamkeit wächst auf allen Seiten. Das ist die Logik des Krieges. Die Briten blockieren die deutschen Häfen. Sie setzen also bewusst den Hunger der deutschen Bevölkerung als Waffe ein. Die Deutschen jagen mit ihren U-Booten nicht nur feindliche Kriegsschiffe, sondern auch Handels- und Passagierschiffe. Tausende verlieren auf dem Meer ihr Leben.
Washington, April 1917. Präsident Woodrow Wilson beschließt, in den Krieg einzugreifen. Die amerikanische Bevölkerung hat lange geschwankt. Jetzt ist sie über den deutschen U-Boot-Krieg so empört, dass die Stimmung umschlägt. Viele Filmstars betätigen sich als Propagandisten des Krieges. Charlie Chaplin zeigt, wohin es gehen muss. Nach Frankreich. Im Weltkrieg kämpfen mehr als 60 Millionen Soldaten. Jetzt greifen 300.000 Amerikaner in diesen Krieg ein. Und sie entscheiden ihn, nicht die ausgebluteten europäischen Armeen. Nicht einmal 1% aller Soldaten des Krieges sind Amerikaner. Aber hinter diesen wenigen steht die stärkste Industriemacht der Welt, die USA, die neue Supermacht. Die alten Supermächte hingegen neigen sich ihrem Ende zu, ihrem Untergang. Russland im dritten Kriegswinter. Das Zarenreich ist als erstes Land diesem totalen Krieg nicht mehr gewachsen. Das Volk ist kriegsmüde und hungrig. Im März 1917 bricht in St. Petersburg die Revolution aus. Die erste dieses ereignisreichen Jahres, die bürgerliche Revolution. Am 15. März muss der Zar, Nikolaus II., unter dem Druck seiner eigenen Generäle abdanken. Mit seiner deutschen Frau, Alice von Hessen, und den Kindern verlässt er St. Petersburg. 16 Monate später wird die ganze Familie erschossen. Kurz nach dem Rücktritt des Zaren kommt mit deutscher Hilfe aus dem Züricher Exil der Jurist Dr. Wladimir Iljitsch Uljanow nach St. Petersburg zurück, genannt Lenin. Im November stürmen die Bolschewisten den Winterpalast und vertreiben die bürgerliche Regierung. Staunend versammelt sich das Volk am nächsten Tag auf dem Platz. Lenins Programm besteht nur aus 3 Punkten. Alle Macht den Räten, alles Land den Bauern, Frieden um jeden Preis. Am 15. Dezember schließt Lenin mit dem Deutschen Reich einen Waffenstillstand ab. Deutschland besetzt die Ukraine, die Krim und Teile Kaukasiens. 3/4 der russischen Schwerindustrie kommen in deutscher Hand. Russische Arbeiter schuften für den deutschen Sieg im Westen. Das 400 Jahre alte Zarenreich geht unter in Revolution und Bürgerkrieg. Bis 1918 grenzte Russland direkt an Deutschland. Jetzt entstehen die baltischen Staaten neu. Russland muss Gebiete auch an Polen abtreten, das nach 125 Jahren wieder entsteht, und einen anderen Teil an Rumänien. Der Frieden im Osten hilft den deutschen Generälen im Westen wenig. Ende September 1918 erkennen sie, dass der Untergang unmittelbar bevorsteht. Ihre Armee ist in völliger Auflösung und keineswegs im Felde unbesiegt. Ein unglaublicher Augenblick. In den großen Städten lagern Hunderttausende Soldaten auf den Straßen, wütend, ratlos, von ihren Führern im Stich gelassen. Ein Staat in völliger Auflösung. Seit Anfang November meutern in Kiel die Matrosen. Der Funke springt über nach Berlin und binnen 5 Tagen geht der Aufstand durchs ganze Land bis München. Überall entstehen nach sowjetischem Vorbild Arbeiter- und Soldatenräte. Dann am 9. November die Sensation. Der Kaiser flüchtet nach Holland. Die Monarchie ist bankrott. Der SPD-Politiker Philipp Scheidemann proklamiert die Republik. Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Arbeiter und Soldaten.
seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhört ist es geschehen. Die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es für die Deutsche Republik. Der Sozialdemokrat Friedrich Ebert übernimmt die neue Regierung. Eine Epoche ist zu Ende, ein deutsches Zeitalter. Auch das Deutsche Reich muss nach dem Krieg große Gebiete an das wiederentstehende Polen abtreten. An Frankreich muss es Elsaß-Lothringen zurückgeben, das es sich 1871 einverleibt hatte. Ebert versucht sofort, die Revolution zu stoppen, die Räte zu entmachten. Er stützt sich dabei sogar auf die alten militärischen Eliten. Aus Resten der Armee werden Freikorps gebildet, um die Arbeiteraufstände zu unterdrücken. Im Frühling 1919 zerschlagen die Freikorps auch die Münchner Räterepublik. Die verhafteten Arbeiterführer werden ohne Umstände erschossen. Die Gewalt bleibt jetzt ein normales Mittel der politischen Auseinandersetzung. Die 20er Jahre in Deutschland sind geprägt von der Erfahrung des Weltkriegs, den Legenden, den Helden wie Hindenburg, dem Trauma. Eine neue Ordnung soll entstehen aus der klassenlosen Kameradschaft der Schützengräben, aus dem Geist von Führung und Gehorsam. Das wollen viele. Millionen Deutsche, welche das Trauma des Krieges und die schreckliche Wirklichkeit von 1918 nicht anerkennen wollen, werden Hitler folgen. Gewaltbereit und voller Ressentiments. Hitler wird die Folgen des Krieges revidieren, Punkt für Punkt und mit äußerster Gewalt. Er wird den Untergang des alten Europa vollenden. Auch das habsburgische Kaiserreich bricht im November 1918 zusammen. Die Truppen Österreich-Ungarns, die als erste in diesen Krieg zogen, kehren geschlagen zurück. Die Regierung in Wien hat um Waffenstillstand gebeten. Das Land ist in Auflösung begriffen. Der junge Kaiser Karl dankt am 11. November, zwei Tage nach Wilhelm, ab und geht ins Exil. Ungarn löst sich aus der Doppelmonarchie, erklärt sich unter dem Ministerpräsidenten Graf Károly für unabhängig. Wie in Deutschland, so radikalisieren sich auch hier die Massen. Die Volksrepublik wird gegründet. Graf Károly wird gestürzt. Nach russischem Vorbild entstehen Arbeiter- und Soldatenräte. In Ungarn bildet sich, wie in München, die Räterepublik. Sie wird 133 Tage dauern. Dann der Absturz ins Chaos. Krieg zwischen Tschechen, Polen, Ungarn, die alle gestern noch Bürger desselben Kaiserreiches waren und die jetzt ihre eigenen Staaten bilden wollen. Die Donaumonarchie löst sich als Staat vollkommen auf. Im Norden fällt ein Teil an Polen. Die Tschechoslowakei entsteht als neuer Staat. Im Südosten vergrößert sich Rumänien. Die Republik Österreich entsteht, verliert aber Südtirol an Italien. Ungarn wird ebenfalls Republik. Die südslawischen Völker begründen das Königreich Jugoslawien. Im neuen Königreich Jugoslawien werden es die vielen Völker nur schwer miteinander aushalten, trotz harter Diktatur. Man wird König Alexander 1934 in offenem Wagen erschießen. Und diesmal wird es ein kroatischer Attentäter sein. 1941 wird die deutsche Wehrmacht das Land besetzen. Ihre Verbündeten, die kroatischen Faschisten, fanatische Katholiken, errichten einen eigenen Staat und beginnen sofort mit dem Genozid an den im Land lebenden Serben. Hunderttausende Menschen sterben, weil sie orthodoxe Christen sind.
Washington, Januar 1919. Die Siegesfeier. Präsident Wilson macht sich auf nach Europa, um einen dauerhaften Frieden zu stiften. Neben der Räumung und Rückgabe aller besetzten Gebiete verlangt er klar erkennbare Nationalitätengrenzen. In Paris, in London, in Rom, überall ist der Empfang triumphal. Die USA haben diesen Krieg gewonnen. Sie sind die neue Weltmacht. Europa hat sich selbst vernichtet. Eine andere alte, große Macht bricht ebenfalls zusammen, das Osmanische Reich. Und mit dem Reich vergeht die überkommene Ordnung. Das Sultanat wird abgeschafft, sogar das Kalifat. Es entsteht die Republik Türkei, geführt von Kemal Pascha, den sie bald Atatürk nennen werden, Vater der Türken. Jahrhundertelang haben auch hier die unterschiedlichsten Völker zusammengelebt. Jetzt wollen alle ihre eigenen Staaten mit ethnisch einheitlicher Bevölkerung. Also muss das Vermischte entmischt werden, muss ethnisch gesäubert werden. Diese Idee fordert unendlich viele Menschenleben. Die wechselseitige Vertreibung der Griechen und Türken verläuft besonders grausam. Smyrna, die alte griechische Hafenstadt, geht in Flammen auf und entsteht neu als das türkische Izmir. Damaskus, Oktober 1918. Die arabischen Siegesfeiern. Ganz langsam begreift Faisal, was für ein Spiel die Briten mit ihm gespielt haben. Für die Araber haben durch den Krieg nur die Herren gewechselt. Nach den Osmanen sind es jetzt die Briten. Den versprochenen eigenen arabischen Staat wird es nicht geben. Britische Kolonialtruppen ziehen in Bagdad und in andere wichtige Städte der Region ein. Bei den Friedensverhandlungen in Versailles und Sèvres versucht Faisal noch einmal sein Ziel zu erreichen. Doch die Siegermächte lehnen ab. Syrien, Palästina und Mesopotamien werden britische und französische Mandatsgebiete. Aus der riesigen Konkursmasse des Osmanischen Reiches entsteht als einziger Staat die Republik Türkei, 1922 von Atatürk gegründet. Der ganze Rest wird Mandatsgebiet Frankreichs und Großbritanniens. Die Franzosen verwalten ihr Gebiet von Damaskus aus, die Briten ihres von Bagdad und Jerusalem. Im Süden bilden sich kleine, halbabhängige Sultanate. Warum sind Briten und Franzosen so begierig auf diese öde und leere arabische Sandfläche? Die Wüste ist in Wahrheit unermesslich reich. Von hier aus, mit diesem zähen schwarzen Stoff aus der Tiefe, wird nach dem Krieg der enorme industrielle Aufschwung des Westens angeheizt. Zu diesem Zweck haben die Franzosen einen Staat gegründet, den es nie zuvor gab: Syrien. Die Briten machen etwas weiter östlich dasselbe und nennen es Irak. Sie holen sich Faisal, den die Franzosen in Damaskus nicht wollen, und machen ihn in Bagdad zum König dieses Irak. Ein König von ihren Gnaden. Der kleine Sohn Faisals wird von britischen Offizieren geführt, angeleitet und ausgebildet. Eine kluge, langfristige Strategie, denn der Junge wird einmal Faisal der Zweite werden. Um die arabischen Ölquellen wird es das ganze Jahrhundert hindurch niemals Ruhe geben. Mitten im Krieg, in dieser globalen Orgie von Gewalt, entsteht eine neue Idee, eine neue Form des Kampfes, der gewaltlose Widerstand.
1915 ist ein junger indischer Anwalt aus Südafrika in seine Heimat zurückgekehrt, um den gewaltfreien Kampf gegen die britische Kolonialmacht aufzunehmen. Mahatma Gandhi. Der Kampf wird sehr lange dauern. Aber er kennzeichnet den Anfang vom Ende der Europäischen Union.